Willkommen zu einem Video, mein Name ist Bachi und heute geht es um eine neue Lampe und zwar die Sola RGB. Ich habe es eigentlich getan, ich habe mir eine gekauft für das 90p, ich habe sehr lange überlegt, ich war mit der ONF Flatphone Pendant auch ziemlich zufrieden, aber es ist Zeit für ein Update oder Upgrade, also kommt jetzt die Sola RGB. Ich habe auch noch die Shades dazu gekauft, ich denke die Shades sind schon ziemlich wichtig, weil sonst blendet die Lampe zu viel und mit den Shades ist es auf jeden Fall nicht mehr, muss man extra kaufen, kosten auch nochmal, ich glaube 75 Euro oder so, also ist echt keine günstige Lampe. Die Lampe selbst kostet, ich glaube 800 waren das. Also echt nicht günstig. Für 90p passt die Lampe noch genau gut zum Ausleuchten, weil etwas größer ist, braucht man dann zwei Lampen. Für ein 60p könnte man auch noch eine Solar nehmen, aber dann ist schon fast ein bisschen overpowered. Also für ein 90p ist eine schon echt gut. Für ein 120p zum Beispiel zwei. Für ein 180p dann halt 3 oder 4. Also ich habe ein 90p, da hat es zum Glück eine gereicht. Dann habe ich hier noch so ein Hanging-Kit von Liquid Nature. Die Lampe ist ja nur zum Hängen, also muss man sich irgendwas ausdenken, ob man an die Decke Haken macht. Oder hier das Hanging-Kit. Und zwar hier sind zwei so Teile dabei, wo man das Kabel einfach durchziehen kann. Und dann von der Höhe verstellen. Und die werde ich an meine Decke schrauben. Muss ich noch schauen, wie ich das mache und an die Decke reinbohren und die zwei Teile drauf machen. Die zwei brauche ich jetzt nicht. Hier sind auch noch so andere Stücke, so kleinere. Kann man auch verwenden, sind ein bisschen kleiner dann an der Decke. Kann man auch einfach an die Decke schrauben und dann das Kabel reinmachen und verknoten. Also ganz cooles Set, aber ich brauche nur die zwei Teile für die Solar und den Rest hebe ich auf für nächste Lampen. Aber dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe noch nie eine Solar ausgepackt, also bin ich auch schon sehr gespannt. Ist es so die beste Lampe oder, ja, ich will nicht sagen beste, aber vielleicht schon die beste, was man kaufen kann. Also schauen wir rein. Ich bin schon echt gespannt und freue mich schon echt drauf, dass die Lampe dann über das 90p hängt. Mit dem Bodengrundsystem und dem Nature Style passt das sicher von Licht echt gut. Also die Lampe kann man nicht verstellen, also sie kann man so einschalten und dann geht sie an und hat keine App-Steuerung oder so. Vielleicht kommt das noch irgendwann in Zukunft, aber zurzeit weiß man noch nichts davon. Aber ich finde, das ist echt nicht nötig, weil wenn die Lampe von Haus aus schon ein gutes Licht hat, was schön ist, dann braucht man da nichts umstellen, man verstellt da vielleicht noch Sachen, sondern Auf- und Untergang ist zwar cool, aber es ist trotzdem immer so eine Spielerei, was dann vielleicht eher dann zu lange Beleuchtung führt und so. Also finde ich das eigentlich ganz cool bei Lampen, die man einfach ansteckt und schön ausschauen. So wie die Twinster zum Beispiel, gefällt mir auch sehr gut, dass die Lampe einfach zum Anstecken ist und sie ist an. Da brauche ich nichts verstellen von den Farben und so, weil sie einfach so schon schön ausschaut und so ist es bei der Lampe auch. Ist natürlich auch Geschmackssache. Aber ich finde, es passt ganz gut. Hier haben wir zuerst mal ein schwarzes Blatt, wo oben steht Learn from Nature, Create Nature. Also ein Spruch von ADA. Werde ich vielleicht auch aufheben, mal schauen, was ich mit dem mache. Dann haben wir hier, so wie üblich, so eine Anleitung von ADA. Ist auch noch so eine Anleitung zu dem Stromkabel dabei. Und ja, also schauen wir mal kurz rein. Englisch und Japanisch, soweit ich sehe. Aber man kann eh nichts verstellen. Also gibt es eh nicht so viele Möglichkeiten, was man jetzt Hilfe braucht von der Anleitung. Aber so ein paar Sachen stehen drinnen. Einmal zu den Werten. Die Lampe hat 130 Watt, also richtig stark. Bei RGB-Lampen ist es mit den Lumen immer so eine Sache. Die sind nicht so wichtig, weil die Lumen sind das, was man sieht an Licht. Aber eine Lampe ist auch wichtig, dass das Licht für die Pflanzen gut ist. Also auf die Lumen braucht man gar nicht zu schauen mittlerweile bei den neueren RGB-Lampen. Das ist nicht so wichtig. Weil Lumen hat sie 3000 bis 3500 Lumen und das ist echt nicht viel im Vergleich eigentlich für 90p, aber die Lampe reicht auf jeden Fall aus. Dann schauen wir weiter und dann sehen wir auch schon die Lampe. Also von unten richtig schön. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube jetzt. Hier haben wir noch einen Imbus mit den Halterungen für die Kabel. Werde ich im Einfall nicht brauchen, weil ich ja die Halterungen von den Hanging Kit benutze. Ansonsten kann man damit eine Schlaufe in den Draht machen und einfach mit Haken auf der Decke aufhängen. Dann das Netzteil, ist erstaunlich groß, aus Metall, also richtig cool eigentlich. Kann man festschrauben, werde ich wahrscheinlich auch in den Unterschrank machen, damit es nicht so im Weg ist. Steht auch ADA oben, also richtig hochwertig verarbeitet. Und dann geht es auch schon an die Lampe. So. Wie man es vielleicht sehen kann, sie ist gar nicht so groß. Und ist nur zum Hängen, also es gibt keine Montage zum Aufsetzen. Und hier haben wir auch schon die Lampe mit Kühlrippen, also die Lampe ist nicht aktiv gekühlt, also nur mit den Kühlrippen gekühlt. Finde ich richtig cool, dass da keine Lüfter verbaut sind. Die meisten Lüfter sind relativ leise mittlerweile, aber trotzdem ist es ein Teil, was sich bewegt und das ist hier auf jeden Fall nicht. Also ist hier schon mal eine Sache, was nicht irgendwie defekt werden kann oder mit der Zeit lauter werden kann.
Die Shades kann man dann unten ranhängen, das zeige ich euch gleich. Und dann haben wir hier noch ein Kabel. Hier das Kabel für das Netzteil. Das Kabel ist auch richtig lang. Ich weiß gar nicht, wie lang genau. Aber was ich schon so gehört habe, ist es ziemlich lang. Also da kann man schon alles mitmachen. Also an die Decke das Kabel führen und nach unten. Das sollte alles kein Problem sein. Ja, ist schon relativ viel Kabel, wie man sehen kann. Hier haben wir auch noch die Shades. Ich mache die mal kurz auf. Ich werde sie erst danach montieren, wenn die Lampe hängt. Sonst sind die, glaube ich, ein bisschen im Weg. Aber es sind zwei so Shades mit so verspiegelten Platten, also verspiegelten Innenseiten. Kann man da einfach einhängen. Geht ganz einfach. Und jetzt würde ich sagen, bohre ich Löcher in die Decke. Ich werde euch da nicht mitnehmen, das ist ein bisschen nervig jetzt, das zu bohren und so. Mache ich jetzt ganz kurz, bohre zwei Löcher, mache die Halterung für die Decke an und hänge die Lampe auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Lampe hängt. War ein bisschen ein Akt, also immer an die Decke bohren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber für mich ist es immer ein Horror. Ich habe das Aquarium abgedeckt, damit nichts reinfällt. Und ich werde dann noch einen Wasserwechsel machen und das ganze Wasser ablassen. Also falls irgendwas reingekommen ist, werde ich das absaugen. Aber am besten immer das Aquarium abdecken, damit ja nichts anderes ins Aquarium reinfällt. Also jetzt hängt die Lampe, ich habe sie von der Höhe, ich denke mal so 40 cm fast gehängt. Also ich denke, das passt, weil die ist eh ziemlich stark. Und ist relativ klein im Verhältnis zum Aquarium, also hat einen größeren Abstrahlwinkel. Dann passt es, denke ich, von der Höhe so. Jetzt werde ich die Shades drauf machen und mal schauen, wie sie dann ist. Jetzt, wenn man genau davor sitzt, dann blendet sie ein bisschen. Und das soll mit den Shades dann besser sein. Die werden ganz innen eingesteckt, einfach nach oben reingeschoben, an den äußersten Kühlsprossen, bis sie hier oben rausschauen, das kleine Teil. Und dann ist sie auch fest. So, jetzt das zweite noch. Jetzt ist sie auch wieder im Gleichgewicht und hängt wieder gerade. So, und jetzt hängt sie gerade und mit den Shades, das Kabel muss ich noch schauen, wie ich das mache. Ich werde euch dann weiter zeigen, wenn das Aquarium bepflanzt ist. Also das Video war jetzt nach dem Bepflanzungsvideo. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen gewundert, dass das Aquarium wieder leer ist. Aber die Lampe habe ich jetzt in Vorhinein montiert. Möchte ich aber euch natürlich zeigen, wenn das Aquarium wieder voll ist, mit Pflanzen und damit ihr die Farben von dem Licht auch sehen könnt. Deshalb geht es jetzt gleich weiter, sobald das Aquarium bepflanzt ist. Ich werde morgen das Aquarium leer machen und bepflanzen. Ich lasse mir damit lieber ein bisschen Zeit und mache das heute, wenn es ein bisschen später ist, nicht mehr. Aber die Lampe hängt. Ich bin jetzt erstmal sehr zufrieden. Also finde ich auf jeden Fall richtig cool, das Setup jetzt. Aber wir sehen uns dann, wenn es bepflanzt ist, und dann sieht man ein bisschen mehr von den Farben. Das Aquarium ist jetzt bepflanzt und ich bin echt happy mit der Lampe. Also im letzten Video habe ich ja schon was dazu gesagt, dass ich echt zufrieden bin. Und ja, ich kann es gar nicht sagen, irgendwie das Licht ist ein bisschen anders, aber richtig nice. Also ich weiß nicht, ob es auch vielleicht ein bisschen am Layout liegt, also ich habe jetzt keinen direkten Vergleich. Ich will jetzt noch nicht alles umbauen, damit ich die andere Lampe probieren kann. Aber es ist echt richtig ein Unterschied. Vor allem auch vom Hardscape mit der Beleuchtung, von der alten zur neuen, war schon echt ein großer Unterschied, finde ich. Das Licht ist einfach richtig schön und mir gefällt es auf jeden Fall und ich bin echt froh, dass ich mich dazu überredet habe, mir die Lampe echt zu kaufen, weil ich schon lange überlegt habe, ob es sich auszahlt. Die ist ja nicht so ganz günstig, aber ich muss echt sagen, ich will sie mir immer wieder kaufen. Also das Aquarium ist jetzt ganz frisch, also ein Tag. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Videos irgendwann mal wieder was dazu machen, wo man mehr davon sieht, wo sich das Ganze entwickelt und wo man halt die Lampe dann mehr einschätzen kann, wenn die Pflanzen gewachsen sind. Wenn es so ganz frisch ist, ist es ja auch immer ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich bin mir sicher, das wird gut funktionieren. Und dann bin ich gespannt auf die Kommentare, wie ihr die Lampe findet. Ich weiß, es werden sicher welche sagen, es reicht eine günstigere oder die ist viel zu teuer. Und dann zahlt man nur die Marke. Aber ich muss echt sagen, bei der Lampe zahlt man nicht nur die Marke, sondern das Licht ist auch besonders. Was man nicht von anderen Lampen so leicht bekommt. Natürlich mit einer Twinstar zum Beispiel, wie bei einem 60p, bin ich auch sehr zufrieden. Oder die ONF war auch nicht schlecht. Also man muss nicht so eine Lampe haben, aber wenn man das Licht wirklich mag und die man in echt sieht, ist schon echt nice und man
hätte sie schon gerne. Zumindest war es bei mir so. Also ich habe echt lange überlegt. Ich habe sie ja oft bei Liquid Nature gesehen. Und jetzt habe ich mich eigentlich dazu entschlossen, dass ich eine für mich auch kaufe. Ich habe die Lampe und alles auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ist ein Affiliate-Link von Liquid Nature. Also wenn ihr irgendwas davon kauft oder halt die Lampe kaufen solltet, dann unterstützt ihr mich dabei. Oder wenn ihr irgendwelche andere Sachen bei Liquid Nature kauft, könnt ihr das gerne über die Links von mir machen. Würde mich sehr freuen und unterstützen, die Videos weiterzumachen und so coole Lampen wie die zu kaufen oder andere Aquarien in nächster Zukunft. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.